Jetzt haben wir das nächste Thema dazu. Das Flüchtlingsdrama geht weiter. Flüchtlingsdrama 2015, zweite Runde. Das, was zu erwarten war, kommt. In Machtbeben habe ich darüber gesprochen, dass eine Frage der Zeit ist, wann Erdogan die Grenzen aufmachen wird. Es ist nicht die Frage des Obs, sondern wann er es tun wird. Man hat 2015 ist die Sache eskaliert. Die Bürger sind auf die Barrikaden gegangen. Man brauchte eine Ruhepause. Man hat mit Erdogan einen Burgfrieden geschlossen. Er hat eine Zeit lang die Flüchtlinge praktisch aufgehalten. Jetzt ist lang genug Zeit ins Land gegangen. Und jetzt macht Erdogan die Grenzen auf. Ja, und jetzt kommen wieder Millionen nach Europa geströmt und natürlich ist ihr Hauptziel Deutschland, aber natürlich auch andere europäische Staaten, sie kommen nach Europa weiter und diesen Menschen kannst du gar keinen Vorwurf machen. Jeder Mensch hat das Recht auf Glück, jeder Mensch hat das Recht, sich bestmöglich zu positionieren und wahrscheinlich würde die meisten von uns an deren Stelle genau das Gleiche tun. Also ich kann diesen Menschen überhaupt keinen Vorwurf machen, aber die Konsequenzen dessen, was damit auf uns zukommt, ist auch klar. Vor allem in einer Situation, wie wir sie jetzt mit dem Virus bekommen und auch das hatte ich im Buch Machtbeben, ich möchte nicht sagen angekündigt, sondern befürchtet, dass genau das zusammentreffen wird, nämlich die Flüchtlingswelle zusammen mit einer Weltwirtschaftskrise, wobei der Virus in meinem Buch tatsächlich noch nicht absehbar war, aber eine Weltwirtschaftskrise war absehbar. Und wenn wir uns jetzt die Situation vorstellen, dass wir hier Mittelständler haben, dass wir hier die Mittelschicht haben, dass wir hier Mütter und Väter haben, die jetzt Angst um ihre eigene Gesundheit haben, weil der Virus vor der Haustür ist, die Angst um ihre Familie haben, die sehen, dass sie in Arztpraxen nicht mehr behandelt werden können, weil die Arztpraxen überfüllt sind, überfordert sind, das medizinische System in einigen Wochen, Monaten überfordert sein wird. Zeitgleich Sorgen haben um die Versorgung. Hamsterkäufe sehen wir jetzt. Wir haben vor Wochen darauf hingewiesen bei Cashkurs, man möge sich rechtzeitig eindecken. Viele haben nicht darauf gehört oder haben darauf gehört, andere haben es nicht getan und stehen jetzt Schlange, um was einzukaufen. Nun denn, man hat Sorge um die existenzielle Versorgung, um die Grundlagen. Man wird nach Hause geschickt, die Firmen werden in Schwierigkeiten kommen. Man hat Angst um seinen Job. Wir reden schon über Kurzarbeiten, all die Dinge mehr. Also sehr große Sorgen, existenzielle Sorgen. Und genau in diese Phase hinein kommt jetzt der nächste Schwung Zuwanderer, Flüchtlinge nach Europa, nach Deutschland. Mit der Konsequenz, dass man die verantwortlich machen wird. Man wird sagen, die bringen den Virus mit rein, sind ungetestet. Die nehmen uns die Plätze in den Notaufnahmen und in den Krankenhäusern weg. Die gefährden meine Familie zusätzlich. Die verstopfen die Systeme und nehmen uns Arbeitsplätze weg. Das heißt, hier kommen zwei unglaublich gefährliche Situationen aufeinander. Eine große Sorge der Menschen momentan um die absolute Existenz. Zusammen mit einem Schwung neuer Menschen, die zu uns kommen, denen man entsprechend feindlich gegenübersteht. Also eine Situation, wie wir es in der Geschichte immer mal wieder gehabt haben und die für sehr, sehr große Gefahrenmomente in den nächsten 12 bis 24 Monaten sorgt. Wir können nur hoffen, dass das alles anders abläuft, aber das Risiko muss man definitiv sehen, dass hier zwei Züge aufeinander zurasen.